Nicht bewegen! Nicht das bewegen, ist das geilste Projekt wird. Early Boy, setz wer dich da jetzt an! Mann, du behinderte Scheißkind, setz dich auf deinen Scheißarsch! Das ist alles die Aufnahme. Okay. Süßigkeiten, Nutella. Okay. Ja, okay. Sollen wir es nochmal machen? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Minecraft Novus, dem neuen Minecraft-Großprojekt. Yeah! Darf ich nicht anmoderieren oder so? Kannst du machen, los, los, los. 3, 2, 1. Jeder darf einmal. Ich bin Novus! Die nehme ich. Das die ist gut, ja. Hallo, liebe Jungs, und willkommen zu Minecraft Novus. Nehme ich auf keinen Fall. Hey, lass mal, wir sind ja schon zu behindert, dass wir uns alle richtig aufstellen, aber lass mal versuchen, alle gleichzeitig eine Ammo zu machen. Herzlich willkommen zu Minecraft Novus! Was? Ich hab mit Nice! Okay. Warum haben wir das jetzt so langsam ausgesprochen? Also war schon. Das frage ich mich auch gerade. Wow! Das ist mega. Guck mal, mein Feuerwehr! Ja, ich also war schon fertig, da wart ihr noch bei Willkommen. Hallöchen und Fink und willkommen nach dieser wunderschönen Moderation zu der ersten Folge von Minecraft Novus. So, was ist Minecraft Novus? Minecraft Novus ist im Endeffekt, wir haben hier ein schönes Modpack, das Bevo Modpack. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, von der Karte her, wo ist überhaupt mein Grundstück? Das Bevo Modpack, da ist eine Menge Technik drin, da ist eine Menge Krams und ganz viel Krams. Ich habe mich noch nicht so krass damit befasst, deswegen, ich weiß nicht so viel, was da drin ist. Wir gucken das nach. Und fangen einfach an, wir gehen einfach hin und zocken einfach. Wir machen hier nicht großes Tamtam und lange Wartezeit und hier und da, sondern wir fangen einfach an zu zocken. Und hauen einfach hin. So. Ich musste mal ganz kurz in der Konfi einmal ganz kurz schreiben. Ich habe nämlich gesehen, dass, beziehungsweise Kev hat gesagt, er zieht um. Er möchte nämlich woanders wohnen. Und das ging klar, deswegen habe ich gerade gefragt, ob ich mir nicht einfach das Grundstück von ihm schnappen kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, denn die Grundstücke wurden bereits vergeben. So, hier ist dieser Berg. Dahinter kommt... Da, das heißt hier unten. Da ist ein freies Grundstück. Das sieht gut aus. Hier vorne. Ja, hier ist ein Grundstück markiert. Das ist Kev sein Grundstück gewesen und er wollte hier nicht wohnen. Deswegen ziehe ich einfach hier hin. Ne, so scheiße sieht das ja gar nicht aus. Ich benutze aktuell das Fax Texture Pack. Weil das im Endeffekt das einzige Texture-Pack ist, was jetzt für dieses Modpack hier gerade da ist. Und wir fangen einfach mal an und gucken mal, was uns hier so erwarten wird in dem Modpack. Ich will mal, ne, ich will jetzt hier nicht... Ich möchte das Ganze anders angehen. Ich möchte das nicht so wie ein Mark machen. Ich möchte mir ein kleines Häusle bauen. Ich möchte da die Technik unterbringen. Ich möchte ein bisschen mehr Technik machen. Ich möchte dieses Projekt was erreichen. Ich habe ja im Mark eine Menge erreicht. Allerdings habe ich im Mark ja nie ein Häusle gehabt. Und das möchte ich in diesem Projekt auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass ich das auch schaffen werde. Ui, was ist hier denn los? Hallo? Achso, das kommt, wenn man Achievement bekommt. Hallo? Was ist denn hier los? Das verwirrt mich. Das Spiel verwirrt mich. Okay, wir brauchen auch dringend Essen. Also ich mache jetzt einmal hier den Anfang. Die erste Folge gucken wir mal, was hier so abgeht. Und ich erkläre euch noch ein paar Sachen zu dem Projekt. Ihr findet natürlich alle, ne? Alle Mitspieler, alle Leute, die mitmachen und in der Beschreibung natürlich. Und ich werde heute auf jeden Fall noch zwei weitere Folgen vorproduzieren, weil ich insgesamt 3 Folgen vorproduziert habe, weil ich bin ja übers Wochenende auf der ESR One Cologne. Also jetzt gerade. Und deswegen möchte ich für Sonntag und Montag auch noch eine Folge vorproduziert haben, damit ich mir da keinen Stress machen muss. Aber von der ESR One Cologne kommen auf jeden Fall auch noch eine Menge Videos. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Dürft ihr nicht verpassen, so rum. So, der Server ist noch ein bisschen minimal am Laggen. Hier gibt es noch ein paar kleine Performance-Probleme, aber das wird hoffentlich in den nächsten Tagen gelöst werden. Das wäre ganz chillig. So, wobei, nein. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Pickaxe. Wir machen mal hier erstmal den kleinen Anfang. Zack, wieder einen Erfolg gekriegt. Vielen lieben Dank. Habe ich dann ein Skelett gehört? Ich hoffe nicht. Ich kann mir auch auf jeden Fall ein Bett basteln. So, zack, zack. Ach, jeder Anfang ist schwer. Minecraft kennen wir ja. Muss er mal seinen kleinen Anfang finden. Ich höre ein Skelett hier unten. So, die Frage ist, worauf ich mich denn direkt konzentrieren werde.
Boah, eine Kiste kann ich schon mal direkt machen, zack. Also, was ist das denn überhaupt? Clear Grid, Balance Grid, Rotate Grid. Okay, okay, okay. So, dann haben wir auch noch eine Kiste. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Scheiß alles loswerden und reinpacken, damit wir den nicht im Inventar haben müssen. So. Da müssen wir gleich braten. So. Jetzt organisieren wir uns alle jetzt ein bisschen. Okay, da möchte ich nicht runter. So, was gibt noch? Was gibt noch zu erzählen? Es gibt ein, war das jetzt wöchentlich? Ich hab. Boah, ich kann. Kann ich mich dagegen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Es gibt nämlich ein wöchentliches XP-Event. PvP-Event. Was stattfindet. Und bei diesem Event kann man Lucky Blocks gewinnen. Das finde ich mega cool gemacht. Die Idee finde ich mega cool. Und mit diesen Lucky Blocks, ich bin auf der falschen, da ist das Regelwerk. Ich werde das Regelwerk nebenbei offen haben, damit ich daraus ein bisschen vorlesen kann. Also ich werde jetzt nicht alle hier direkt öffentlich, weil alles sollen wir auch nicht öffentlich machen. Aber es gibt als Beispiel, wöchentliches PvP-Event, ja. Ein wöchentliches PvP-Event, da hinten ist nämlich die Arena, da wo wir gespawnt sind. Und die Gewinner, beziehungsweise der Gewinner, bekommt einfach Lucky Blocks. Steht ja auch wie viele. Die Gewinner erhalten Lucky Blocks, um ihr Vorankommen zusätzlich zu erleichtern und die Spannung zu erhöhen. Ja, weil die Lucky Blocks, ne, das kennen wir ja, da kommt ja eher allmöglicher geiler Scheiß raus. Und da bin ich echt mal gespannt, ob ich da vielleicht eine Chance habe. Deswegen müssen wir auf jeden Fall die nächsten Folgen auch hinne machen. Es gibt auch ein wöchentliches Zeitkontingent, was man hat. Das beträgt, lassen wir überlegen. Ich glaube, das waren 240 Minuten. Das reicht für 7 Folgen von Novus. Für 7 Folgen, a 20 Minuten. Und, und 2 Stunden Livestream. Das heißt, ich kann jede Woche 2 Stunden Livestream und, 7 Folgen aufnehmen. Und das tun werde ich auch auf jeden Fall tun. Das heißt, es kommt jede Woche wahrscheinlich auch ein Novus Livestream. Weil, ne, ich möchte ja die Zeit nutzen können. Also, ich kann auch, die Zeit kann ich mir einteilen, wie ich möchte. Ich kann auch hingehen und einfach jede Folge, was weiß ich, 5 Minuten lang machen und stattdessen dann 5 Stunden streamen. Das würde auch gehen. Ich muss aber jede Woche 3 Folgen auf jeden Fall hochladen. Das ist auf jeden Fall erwünscht. So, des Weiteren soll das Ganze kein Singleplayer-Projekt sein, wie es beispielsweise mit Marc war. Da war ja, ne, da hat jeder für sich was gemacht, sondern hier geht es auch hauptsächlich darum, dass wir mit den Leuten was zusammen machen und nicht jeder für sich nur was macht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall viel mit anderen Leuten zusammen aufnehmen. Das ist auch auf jeden Fall mein Ziel. Ich wollte die erste Folge so ein bisschen chilliger gestalten und das Ganze erstmal ein bisschen alleine aufziehen. Um euch erstmal die ein oder anderen Infos zu geben, euch das Ganze zu erklären und ein bisschen näher zu bringen. Wie läuft das Projekt ab? Was geht hier ab? Was machen wir hier eigentlich? Wir haben auch noch, es ist ein Chunkloader, also diese hier, die ganze Stadt ist komplett aktiv, dauerhaft. Wir haben hier so einen großen Chunkloader, der die komplette Stadt hier lädt. Chunkloader an sich darf man nur einen einzigen auf dieser Welt hier nutzen. Wir haben allerdings, ich weiß nicht, ob da auch Chunkloader erlaubt sind, wir haben hier allerdings unten unter der Mitte, unter dem PvP-Ding, haben wir 2 Portale. Da können wir leider mal hingehen, wenn ich nochmal was zu essen habe. Wenn ich dann nochmal was zu essen habe. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Da gibt es nämlich Portale, da gibt es einmal zur Farmwelt. Da kann man halt als Beispiel eine Query aufstellen. Ne? Macht ja Sinn. Ich frage mich gerade. Das Ding hieß Tesseract, ne? Sag mal bitte, das Ding gibt es. Ja, es gibt Tesseracts. Oh, schön, wenn ich mal Spaß mit haben. Schön, wenn ich mal Spaß mit haben. Wir kennen ja die Geschichte. Big Reactors gibt es nicht. Das heißt, es gibt hier keine Reaktorenergie. Aber da werden wir schon irgendeine andere Lösung für finden. Kev hat das ja beispielsweise. Aua. Kev hat das ja so geregelt, komplett über Solarpanels. Da gucken wir dann mal, wie wir das machen. Ich frage mich gerade, auf welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen. Ich habe nämlich jetzt keine Lust zu verrecken. Ja, Handy, halt die Schnauze. Hat der Revi mir gerade geantwortet. Ich muss mir was Wichtiges von ihm wissen. Oh, da ist ja noch was drin. Leck mich doch am Arsch hier, Leute. So. Zack, vielen Dank. Nehmen wir mit. Im Ernst. Ich habe nicht mal ein Bett. Leck mich, Kev. Ja, läuft bei Kev.
Ne, geht ab, der Typ. Kev ist immer so zack, 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 fertig. Ach, kommt man gar nicht hinterher so schnell. Halt mal ein bisschen Fleisch hier mit. So, zack. Machen wir alles. Nehmen wir mit. Das. Ach, ich bin voll Idiot. 1, 2, 3. So. Dann haben wir auch schon mal ein Bett. Kann ich einen Spawnpunkt setzen? Nein. Wir müssen auf jeden Fall, wir kommen nicht drum rum, wir müssen hier in diese beschissene Höhle runter. Ich hoffe, der Creeper ist despawned. Komm her, Spinne. Komm. Gut. Will's verdoppeln, komm mit Erz und Kohle, bin fast direkt am Spawn. Kohle-Generator, hab alles. Nice. Ist hier noch was außer die Spinne? Nee. Ich muss hier wieder weg, ich muss hier wieder weg. Ich will nicht sterben, 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 ich will nicht sterben. Oh, jetzt wird es schon wieder dunkel, verdammte Scheiße. Wie komme ich denn jetzt an die Sachen, die ich... War das klapp. Der hat gerade nicht viel gefehlt. Komm jetzt hier nach unten. Komm jetzt hier nach unten, gönn mir ein paar Steinchen, weil ich brauche ja einen Ofen, damit ich mal in die das Fleisch hier braten kann. Verdammte Scheiße. Weil ohne Moos nichts los, wisst ihr ja. Im Ernst jetzt. Aber wir haben zum Glück einen Stein noch abbauen können, dass ich wenigstens diese fucking weitere Pickaxe bauen kann. So, zack. Das hier, das hier, das hier. So, zack. Vielen lieben Dank. So. Nächster Erfolg. Hey, sonst hat er nichts da. Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer fucking Ernst? Jetzt da. Und jetzt ist er tot. Und ihr noch was? Nein, das ist gut. Oh, aller Anfang ist schwer, kennt ihr, wisst ihr ja, wissen wir ja alle. Aber das sollte ich noch irgendwie Regel kriegen. Was haben wir hier? Das ist Copper, ist das? Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich mit. Copper. Da können wir eine Menge anfangen. Werden wir auch noch, glaube ich, sehr oft brauchen. Ist hier. Wie hieß er nochmal? Industrial Craft. Industrial. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist Industrial Craft drauf. Ihr kennt das die ganze Prozedur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, ne? Ihr wisst ja, was ansteht. Das heißt, wir haben. Oh Gott, wir haben eine ganze Menge vor. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Aber das werde ich alles hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall anfangs erstmal farmen. Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwie Erze organisieren. Frühestens und schnellstens. Oh Gott. Wird das ein Spaß. Aber es gibt ja nicht nur das Minecraft-Projekt hier, Leute. Ne, nicht vergessen. Wenn ihr neu seid, wenn ihr zum Beispiel von den anderen Teilnehmern kommt. Es gibt nicht nur Mlovus bei mir auf dem Kanal, sondern ich habe aktuell ein weiteres Projekt gestartet. Allerdings kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie sich das Ganze nennt oder wie das Ganze aufgebaut ist, worum es da geht. Weil das steht jetzt gerade, weil jetzt gerade ist Mittwoch, wo das Ganze aufnimmt, noch in den Sternen. Und deswegen kann ich es jetzt noch nicht sagen. Ich nehme hier nach, nachdem ich die 3 Folgen Novus aufgenommen habe, nehme ich das neue Projekt auf. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Weil mehr Minecraft lade ich im Moment auch nicht hoch, sondern ich lade größtenteils im Moment eigentlich andere Sachen als Minecraft hoch. Beispielsweise CSGO. Wenn ihr auf CSGO steht, schaut einfach vorbei. Würde mich freuen. So. Zack, Hot Topic. Vielen lieben Dank. So. Zack, zack, braten. Ich kann jetzt auch mal meinen Spawnpunkt setzen. Okay, ich würde sagen, bevor das hier völlig eskaliert, Leute, sind wir erstmal am Ende der Folge angekommen. Die bekämpfen jetzt noch die paar Zombies, die beiden Zombies hier. Dann sind wir erstmal am Ende der Folge angekommen. Und wenn es euch gefallen hat, die erste Folge Novus, und ihr mehr von Novus sehen wollt, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Dann würde ich mich drüber freuen. Und schlagt mal in die Kommentare vor, mit wem ich die ein oder andere Folge machen soll. Schaut bei den anderen vorbei, die findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dann, ich danke euch fürs Zuschauen. Tudelu!